So, Mikro gibt's keins da. Herzlich willkommen zur Vorlesung CE. Sorry für die Verschiebung. Die Anmeldezahlen haben so ausgeschaut, wie wenn wir mit dem alten Raum nicht auskommen würden. Im Moment schaut es so aus, als ob wir doch auskommen wären. Wir sind irgendwie bei 60 Leute jetzt gerade. Das hätte sich ausgehen können, aber dafür haben wir diesen tollen Hörsaal da, wo ich nicht geglaubt habe, dass ich noch irgendwann einmal herkomme. Hat was Nostalgisches. Ja, CE. Programm für heute, Vorbesprechung. Einerseits der Vorlesung, andererseits der zugehörigen Übung. Kurzen Inhaltsüberblick, dann vor allem zum Modus und zu den Unterlagen, die es dazu gibt. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn Fragen offen sind, die zu diskutieren. Inhaltlich los geht es dann nächste Woche am Mittwoch. CE, Communications Engineering, ist die Vorlesung, die Sie in unserem Studium um... Braucht es nicht stehen, bitte. Ich meine, das geht recht gut da hinten. Wieso wird es dauern? Ist die Vorlesung, die sich um verteilte Systeme kümmert. Jetzt kann man verteilte Systeme in einem sehr technischen Sinn sehen und das werden wir auch am Anfang der Vorlesung tun. Wir werden uns um die Technik kümmern, die es uns ermöglicht, Rechnersysteme miteinander zu vernetzen und miteinander kommunizieren zu lassen. Im Sinne der Wirtschaftsinformatik, dann aber relativ bald eine Ebene raufsteigen und uns anschauen, was denn verteilte soziotechnische Systeme sein können. Das heißt, wie wir mit Technologie unterstützen, dass Menschen miteinander kommunizieren können und wie man Unternehmen so aufsetzt, dass zwischen den, kommen die Geschäftsprozesse wieder ins Spiel, zwischen den Prozessen, die im Unternehmen laufen und der technologischen Unterstützung, die wir dazu haben, eine Abstimmung herrscht und vor allem eine Abstimmung bewahrt werden kann. Weil einmal ein Unternehmen zu gründen, sich zu überlegen, was machen wir denn und dann die Technologie so aufzusetzen, dass das passt, ist nun nicht so schwierig, doch, aber machbar. Das über die Zeit aber auch so zu bewahren, dass das zusammenpasst, das ist die Herausforderung. Und das Fachgebiet des sogenannten Enterprise Architecting kümmert sich genau um das, um die Managementprozesse, die da dahinter stehen. Und um das werden wir uns hier auch kümmern. Was bedeutet das im Detail? Wer PKM bei uns schon gemacht hat oder bei mir gemacht hat, kennt diese Strukturierung in Themenbereiche. Die gibt es auch hier. Tatsächlich war CE der Prototyp. Das hat letztes Jahr in der Form schon mal gegeben. In CE habe ich diesen Flipped Classroom Modus und diese Strukturierung in einzelne Themenbereiche und Themen das erste Mal ausprobiert. Das zieht sich dadurch. Es gibt im Wesentlichen vier Themenbereiche hier. Das ist, mit dem werden wir beginnen, das Blaue, das ist die technologische Dimension, da haben wir Computernetzwerke. Das ist das Rote, das ist nur mal Technik, aber nicht mehr auf Hardware-Ebene, sondern schon auf Software-Ebene. Die Abstraktion von dieser Netzwerktechnologie, wie bauen wir denn jetzt Software, die es uns erlaubt, Systemkomponenten, die irgendwo auf der Welt laufen, miteinander kommunizieren zu lassen. Dann steigen wir um in die grüne Ecke und schauen uns an, jetzt haben wir die Technologie, wie passt denn das jetzt mit unserem Organisationsaufbau zusammen? Das ist das Enterprise Architecting. Und im letzten Teil, der gelbe Bereich, da werden wir uns der sozialen Dimension widmen. Gegeben, wir haben Organisation, gegeben, wir haben Technologie. Wie können wir jetzt die Leute, die da drin interagieren sollen, zusammenarbeiten sollen, dabei unterstützen, das auch effektiv, effizient und zufriedenstellend zu tun. Das sind die vier Themenbereiche. Verknüpft wird das alles mit diesem hellblauen Bereich. Das Ganze hat ein bisschen einen Farbstich, glaube ich. Im Skriptum ist es dann besser sichtbar. Diesen hellblauen Bereich, das sind die Grundlagen, die uns so die konzeptuellen Rahmenbedingungen liefern, auch die Begriffe liefern, über die wir sprechen. So was wie, was ist ein Schichtenmodell? Was ist überhaupt ein verteiltes System? Auf was passen wir auf, wenn wir ein verteiltes System designen? Was ist Skalierbarkeit? Was ist Transparenz? Solche Begriffe, die da immer wieder, und zwar in allen Bereichen kommen werden, werden wir auch
nächste Woche dann schon ganz zu Beginn diskutieren. Das Ganze ist ein bisschen stärker vernetzt als rein linear. Das Skriptum ist natürlich linear aufgebaut. Grundsätzlich ist es aber möglich, wenn ich schon weiß, okay, das mit der Netzwerktechnologie, das kann ich eh schon, an anderen Stellen einzusteigen. Ja, die Grafik ist so zu lesen, dass alles, was da irgendwie dick gedruckt ist, mögliche Einstiegspunkte ins Skriptum oder in die Inhalte sind. In der Vorlesung werden wir es voraussetzungslos machen, das heißt, wir beginnen da ganz heroben mit den Grundlagen und gehen dann von 1, 2 über 3 nach 4. Das ist soweit der Plan. Ich glaube, mehr zu den Inhalten mache ich noch gar nicht. CE ist eine sehr breit angelegte Lehrveranstaltung, das ist vielleicht aufgefallen. Das heißt, wir werden wirklich vom Aufbau eines IP-Paketes oder noch viel früher, wie schauen denn die Kabeln von einem Ethernet mit einem Ethernet-Netzwerk aus und was sind denn die Anforderungen an die Kabeln, bis hin zur Modellierung von umfassenden Enterprise-Architectures und dem Management von Change-Projekten unter dem Gesichtspunkt der Enterprise Architecture bis hin zu Social Collaboration und Enterprise 2.0 alle Themen behandeln. Das kann nirgends natürlich in die Tiefe gehen. Es geht überall darum, den Überblick zu haben, so wie in vielen Lehrveranstaltungen ist das Ziel da im Endeffekt, dass am Schluss jeder und jede so weit ist, dass man kein Blödsinn mehr erzählen kann. Ja, ihr seid die, die mit allen reden können müssen, das predigt ihr immer. Und im Wesentlichen soll ich merken, ob man jetzt irgendwer Blödsinn erzählt, wenn er sagt, das geht nicht, weil. Ja, und so weit soll man kommen. Das heißt, wir brauchen die technischen Grundlagen genauso wie die Anwendungen im unteren Bereich. Ja, soweit zum Inhalt. Zum organisatorischen Aufbau. Die Lehrveranstaltung ist, oder bleibe ich da nochmal, die Lehrveranstaltung ist wieder nach dem Flipped Classroom Prinzip aufgebaut, das hoffentlich viele schon aus PKM kennen. Für die, die das noch nie mitgemacht haben, also da kann es eine Lücke geben tatsächlich. Wer hat denn das überhaupt noch nie gehört nach diesem Modus? Okay, passt. Flipped Classroom ist ein pädagogisches Konzept, das versucht, kommt eigentlich aus dem Schulbereich, das versucht, das, was klassischerweise im Hörsaal passiert, nämlich dieser Frontalvortrag, das da aussieht, zu verlagern und dafür die interessanten Sachen, nämlich die inhaltliche Vertiefung, die Auseinandersetzung mit den Inhalten in den Hörsaal in dem Fall hereinzuholen. Jetzt nichts Neues, probiert haben wir das schon oft. Was sich geändert hat, ist der technische Fortschritt wieder einmal. Ja, jetzt funktioniert das auch. Probiert haben das die Leute schon seit 15 Jahren. Was es gibt, ist zu jedem Thema, zu jedem Block, den wir da finden, deswegen ist das auch so feingranular strukturiert, Unterlagen, die es ermöglichen, das im Selbststudium einmal sich konzeptuell beizubringen. Unterlagen einerseits in Form eines Skriptums, aber vor allem dann auch in Form jeweils eines Videos, wo ich dann da stehe und den Lehrvortrag mache. Ich sage gleich was zu den Videos noch einmal. Ist so ähnlich wie das, was ich da herinnen im Hörsaal machen würde, allerdings anhand des Skriptums. Das heißt, ich habe die schriftlichen Unterlagen, ich habe das Video und kann mir das abstimmen, kann beim Video auf Pause drücken, vielleicht im Skriptum nochmal nachlesen. Das ist die Idee. Es ist vielleicht aufgefallen, dass die Vorlesung an Präsenzterminen nur die Hälfte einer klassischen Vorlesung hat. Ja, wir treffen uns einmal in der Woche, allerdings nur bis Mitte des Semesters. Diese Reduktion kompensiert den Aufwand, den ihr fürs Schauen der Videos habt. Das heißt, wann jemand in die Vorlesung kommt, besteht keine Anwesenheitspflicht. Wann jemand kommt, gehe ich inhaltlich davon aus, dass ihr die Videos angeschaut habt. Also ich setze voraus, dass das bekannt ist. Ich setze nicht voraus, dass es keine Fragen mehr gibt, überhaupt keine Frage. Aber die Videos sollte man sich angeschaut haben. Es ist auch jedes Mal klar, steht dann auch im Syllabus, den ich gleich nochmal aufmache, welche Videos jeweils vorausgesetzt werden. Ja, zu jedem Themenbereich gibt es meistens, einmal geht es nicht ganz aus, meistens zwei Vorlesungstermine, das heißt, es ist immer ungefähr die Hälfte der Videos anzuschauen. In den Vorlesungsterminen
werden wir uns mit den Inhalten dann nochmal aus praktischer Sicht auseinandersetzen. Das heißt, wir werden versuchen, die an irgendeiner praktischen Fragestellung nochmal zu vertiefen, zu erörtern, da auf irgendwelche Fragen noch drauf zu kommen, die vielleicht noch unklar sind. Das ist eine Vorlesung, damit kann das, was in der Vorlesung, also im Präsenztermin passiert, nicht über das hinausgehen, was in den Videos und im Skriptum steht, weil kaum Wesenheitspflicht herrscht. Das heißt, die Aufgaben sind auch so designt, dass da nichts notwendigerweise Neues kommt, sondern man sich vielleicht nur mal mit den Zusammenhängen auseinandersetzen muss. Was ist jetzt die Motivation, dann trotzdem zur Vorlesung zu kommen, wenn man es eigentlich nicht braucht? Es gibt für die aktive Mitarbeit in den Vorlesungsterminen Bonuspunkte auf die Prüfung. Und das ist ein bisschen kompliziert, damit es dazu keine Vor- und Nachteilen kommt. Skizziere das kurz. Wir haben Gelb. Nein, gut. Nicht gut? Ah, nein. Wir haben die vier Themenbereiche. Nummer 4, könnt ihr euch vorstellen. Wir haben die vier Themenbereiche und die werden sich auch in der Prüfung genauso widerspiegeln. Das heißt, es wird in der Prüfung zu jedem Themenbereich Fragen im Ausmaß von, also am einfachen zum Rechnen ist, 30 Punkten geben. Zehn von diesen Punkten kennt ihr euch schon durch die Mitarbeit in der Vorlesung erwerben. Das heißt, ich kriege sowas wie Sockelpunkte in jedem Bereich. Für das Mitturnen in der Vorlesung. Das heißt, fürs Kummer, fürs Zusammenarbeiten mit den anderen, fürs Ausarbeiten. Das ist keine Prüfung. Ja, es gibt Aufgaben, die sind eigentlich immer kollaborativ. Ich brauche dann nur von jedem eine individuelle Abgabe, damit ich eine Beurteilungsgrundlage habe. Ich werde die Abgaben auch anschauen. Es ist nicht so, dass wenn ich was abgebe, automatisch die Punkte da sind, sondern es geht dann auch um die Qualität der Ausarbeitung. Ist aber immer klar, was abzugeben ist. Also immer spezifiziert. Wie die es im PKM schon mitgemacht haben, kennen wir das. Auch dazu gesagt, diese Bonuspunkte sind immer pro Themenbereich zu rechnen. Das heißt, wenn ich bei der Klausur so gut bin, dass ich schon alle 30 Punkte habe, und die 10 Bonuspunkte hätte ich auch, dann verfolgen wir blöderweise die 10 Bonuspunkte. Die laufen nicht in einen anderen Themenbereich über. Ja? Das heißt, am besten 20 Punkte lernen. Genau, genauso lernen, dass man 20 Punkte auf die Prüfung hat. Das ist Aufwandsoptimierung, was die Noten betrifft. Die Prüfung muss per se ohne die Bonuspunkte nicht positiv sein, um einen positiven Schein zu erhalten. Das heißt, die Noten wird erst ausgerechnet, wann die Bonuspunkte dazu gerechnet sind. Das macht einen massiven Unterschied, hat sie gesagt. Ist der Modus soweit? Klar. Das heißt, meistens wird es so sein, dass es pro Präsenztermin 5 Punkte zu erwerben gibt. Wir haben immer 2 Präsenztermine, immer eine Aufgabe, steht aber dann auch immer auf der Vorlage drauf. Was geht. Genau. So. Die Vorlesung, bleib jetzt noch bei der Vorlesung, dann komme ich zur Übung. Die Vorlesung ist wieder unterstützt durch eine Lernplattform, durch unsere Lernplattform am Institut. Warum nehmen wir immer unsere eigene Lernplattform? Weil wir die genau auf das hinrichten, was wir brauchen. Da sind jetzt Features mittlerweile auch drinnen, die im Moodle so nicht verfügbar sind. Deswegen noch unsere eigene. Ich mache das ein bisschen größer und hoffe, dass das Design nicht kaputt wird. So. Diese Lernplattform, für das alles, was ich erzähle da gerade, Modus und Lernplattform, gibt es erstens einmal sowieso ohnehin noch eine Aufnahme von dem jetzt da herinnen und außerdem separate Videos, wo ich das auch nochmal in Ruhe erzählt habe. Ja, könnt ihr alles gleich nachschauen. Zu dieser Lernplattform, ich mache jetzt nicht keine Tool-Schulung, ich versuche das kurz zu halten, kommt ihr unter learn.ce.jku.at.
sollte eigentlich schon für jeden funktionieren. Der Kurs für die Vorlesung ist bereits freigeschalten. Das heißt, das sollte schon gehen. Benutzername ist die K-Nummer, also Kurslogin im Wesentlichen. Das 8-stellige bitte. Ja, wer einen Account gehabt hat mit der 7-stelligen Matrikelnummer, jetzt bitte mit 8 Stellen eingeben, das Passwort ist das gleiche. Wer noch kein Passwort hat, drückt bitte beim ersten Mal auf Passwort vergessen, gibt dann die E-Mail-Adresse ein, die in Kurs hinterlegt ist. Dann kriegt ihr eine Mail mit einem generierten Passwort. Mit dem kommt es rein. Selbe waren, wer das Passwort vom letzten Semester vergessen hat. So, am Design hat sich ein bisschen was dann. Das Ganze ist hoffentlich übersichtlicher als letztes Semester. Beginnt damit, dass man jetzt, und das trifft euch nicht wirklich meistens, aber mich trifft es, ich habe da halt x Kurse drinnen und die waren alle in einer Listenfreie. Jetzt sind sie in Ordnern einsortiert, die man sich da selber anlegen kann. Das Gleiche gilt jetzt auch, und das ist wichtiger tatsächlich, für den Inhaltsbereich. Ja, auch hier gibt es jetzt Ordner. Es ist jetzt so, wenn ihr da reingeht, dann werdet ihr zu Beginn einmal nur, löschen einmal, nur eine total aufregende leere Oberflächen sehen. Das ist der Notizenbereich, das soll irgendwann einmal so ein Learning- und Update-Dashboard werden, ist noch nicht fertig, deswegen passiert da noch nichts. Interessanter ist der Inhaltsbereich. Nach dem ersten Mal wechseln merkt sich das Teil eh, wo man war, wenn man sich neu einloggt und dann kommt man direkt dorthin. Da findet ihr sämtliche Unterlagen, die ihr für die Lehrveranstaltung braucht. Das ist einerseits das gesamte Skriptum in ein HTML-Rendering. Das ist responsiv, das funktioniert auch auf mobilen Endgeräten. Meistens möchte man aber trotzdem nicht von dem lernen, sondern von einer PDF-Version. Nachdem die rechtlichen Rahmenbedingungen jetzt geklärt sind und ich weiß, dass ich das darf, gibt es jetzt das gesamte Skriptum auch als PDF zum Download. Kann man sich da schon runterladen. Das sind einzelne PDFs für jeden Themenbereich. Einer, bei der Einleitung ist dann nur die Titelseiten dabei, dann habt ihr das gesamte Skriptum. Wer sich es nicht selbst ausdrucken will, wenn man es gedruckt haben will, kann, weil es meistens dann insgesamt fast günstiger kommt mit den 15 Euro, die wir für das Skriptum verlangen. Wenn Sie bei uns nur das Skriptum bestellen, wir bestellen es dann, lassen es drucken und ihr holt euch den Link dazu, wo euch da bitte das eintragt, schicke ihn nachher gleich aus. Spätestens zur Klausurvorbereitung ist es meistens geschickt, wenn man eine gedruckte Version hat. Das ist leer. Zusätzlich gibt es die Servicestruktur bei den Videos. Die Videos, auch das ist neu, sind jetzt direkt über YouTube eingebunden. Das heißt, wir haben sämtliche YouTube-Features in unserem Player drinnen. Das heißt, Auflösungsabhängigkeit, wenn die Bandbreite niedrig ist, switcht automatisch auf eine niedrigere Auflösung. Schneller stellen, ist mir selber aufgefallen, dass ich manchmal ein bisschen langsam spreche. Also 1,15 geht ganz gut meistens, oder 1,5. Kann man verwenden und funktioniert auch auf mobilen Plattformen besser. Die sind auch alle in einer öffentlichen YouTube-Playlist verfügbar, wenn es wer wirklich über die YouTube-App verwenden würde, den Link poste ich auch noch. Der Mehrwert da drinnen ist das Annotationsfeature. Das Annotationsfeature ermöglicht es, das ist, hat es im PKM schon gegeben, aber jetzt funktioniert es. Das Annotationsfeature ermöglicht es, die Videos zu annotieren, da drinnen Sprungmarken anzubringen. Das hat mehrere sinnvolle Anwendungsbereiche. Das eine seht ihr da unten schon, ist nur der Bildschirm jetzt klar. Das sind die Sprungmarken. Ja, es gibt für jedes Video, da sind ja mehrere Themen drinnen, Sprungmarken, wo es direkt zu den einzelnen Themen springt. Die solltet ihr schon sehen eigentlich. Die sollten zumindest für den Themenbereich 0 und 1 schon drinnen sein. Das kann YouTube nicht. Ja, man kann im MP4 Sprungmarken drinnen haben, die ignorieren das einfach. Das heißt, wenn man dieses Zeug haben will, muss man es über die Lernplattform mitnehmen.
Das kann man sich ja selber machen. Das heißt, ich kann da jetzt irgendwo im Video hinspringen, da war mir jetzt was unklar. Und kann man da selbst eine Annotation, eine Sprungmarke für mich individuell einmal anlegen. Ja, da war jetzt was unklar. Dann sage ich, das ist eine Frage, das könnte eben genauso einfach eine Kapitelmarke oder ein Link sein. Und lege das einer Annotationsgruppe oder lege eine Annotationsgruppe an oder füge es einer existierenden zurück. Was hat das für einen Hintergrund? Sehen wir jetzt da unten diese Gruppen, die kann man freigeben. Das heißt, ich kann die mit anderen gemeinsam bearbeiten. Ja, wenn ihr Leute habt, mit denen ihr ohnehin immer zusammenarbeitet, dann mache ich mal so eine Gruppe, gibt die für alle frei und jeder sieht diese Sprungmarken. Genau das Gleiche geht, ich kann diese Sprungmarken machen, da drinnen Fragen anbringen und die dann nur zum Beispiel für mich freigeben, als Lehrveranstaltungsleiter. Ja, dann siehst du nur ich und die Person, die es angebracht hat. Das mit den Kapitelmarken ist nützlich, wie nützlich das andere ist, wissen wir noch nicht. Wie benutzbar und nützlich es ist. Es gibt die Idee, dass das nützlich sein könnte, ob es funktioniert. Im Sinne von kann man verwenden und hat einen Sinn, werden wir sehen. Gut. Soviel zu den Videos und auch neu ist das Abgabefeature. Mein tolles System mit E-Mail-Abgabe habe ich in Pension geschickt. Abgaben passieren jetzt sowohl in der Übung als auch in der Vorlesung über diese Plattform. Damit kann ich beliebige Dateien zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum, sieht man da, das ist nur zu, weil das beginnt erst nächste Woche zur Vorlesungszeit, zu einem bestimmten Zeitraum aufladen, das Ganze auch wieder ersetzen, wenn ich drauf komme, brauche eine andere Datei, die Abgabe wieder entfernen oder einfach wieder runterladen. Ja, und wir kriegen das in einer Form runter, wo wir ganz sicher sein können, wem es zuzuordnen ist, weil das war letztes Jahr das große Problem bei den E-Mails. So, letzter Bereich, der Interaktionsbereich. Auch der unterstützt jetzt diese Strukturierung mit Ordnern, ist jetzt da noch nicht angelegt. Der Interaktionsbereich dient uns der Kommunikation untereinander, zur Kommunikation untereinander bzw. mit einzelnen Gruppen, einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Per se sind einmal grundsätzlich Public und Private angebracht. Im Private ist man nur selber drinnen, das kann man für Notizen verwenden. Im Public sind alle drinnen. Das bedenken bitte, wenn man da postet, das löst dann eine Mail an 120 Leute aus. Ja? Also es darf jeder posten, das ist eine Absicht. Ja, wenn ihr Fragen habt, die für alle relevant sind, bitte da rein. Ansonsten, wenn es um was geht, was man vielleicht individuell klären kann, eine Interaktion anlegen, dann bin ich einmal selber drinnen und dann einfach die Personen hinzufügen, die dabei sein sollen. Das können die Lehrveranstaltungsleiter sein, das können Kollegen sein, ganz egal. Also, ich brauche nur keine E-Mail mehr schreiben, sondern die kommt zu. Das geht da auch. Genau. Ist beides okay. Ja. Ja. Kann man die E-Mail-Benachrichtigung anstellen? Habe ich mich auch schon mal gefragt. Bin mir nicht sicher. Ich kann mich aber selber aus jeder Interaktion entfernen. Das geht. Ich würde mich auch nicht aus der Public-Interaktion rausnehmen. Bitte? Eben nicht, was interessiert mich? Eben. Ich würde auch da die E-Mail-Notifications eingeschaltet lassen, weil das ist das, wo wir Updates posten über die Lehrveranstaltung. Genau, aber man kann es irgendwie nicht so machen, dass man entweder gar nichts mehr kriegt und dann senkt man das von den LVA-Leitern immer oder man kriegt eben alle, wenn man ein Public postet, dann kriegt man jedes Gespräch mit. Wenn alle im Public posten, kriegt man jedes Gespräch mit. Ja, das ist ein grundlegendes Problem von so vorigen Systemen. Ja, es ging natürlich von Ihnen und okay. Vielleicht machen wir dann einfach ein Announcement, wo bitte nur die Lehrveranstaltungsleiter posten. Und alle anderen kann man sich ausschalten. Ja?
Ich poste nur mal eine Nachricht, wo wir verkünden, wie das funktioniert. Gut. Soviel zur Lernplattform. Genau, was ich kurz vielleicht inhaltlich, was ihr schon gesehen habt bei den Videos, für die, die das noch nicht kennen. Auf Englisch sagt man awkward. Ich bin halt immer, das deutsche Wort fällt mir, ein bisschen schräg. Ja. Ich bin halt allein vor der Kamera gestanden und habe in die Kamera gesprochen. In mein Kammerl, das in dem Fall letztes Jahr in den Niederlanden, wie ich auf Forschungsaufenthalt war. Das funktioniert aber ganz gut. Ja. Und es ist nicht, weil das so super ist, wenn ich da vor der Kamera stehe, aber es hilft meistens tatsächlich beim Verstehen, wenn man die Gestik dazu sieht. Es hat sich bewährt, tatsächlich. Ja. Wir haben es probiert ohne Bild, wir haben es probiert mit Bild und mit Bild hilft. Was ihr aber seht, ist, der Hauptcontent ist immer das Skriptum an sich. Und ich annotiere direkt am Skriptum, das heißt, ich streiche Sachen an und ich zeichne da direkt ins Skriptum rein, wenn irgendwelche Zeichnungen zu machen sind. Das kann hilfreich sein beim Verstehen der jeweiligen Inhalte. Das heißt, vielleicht daneben das PDF offen haben oder den Ausdruck-Link haben und ein bisschen mitschauen. Gut. Fragen zur Vorlesung? Ja. Ja. Wenn man diese Restplatzvergabe übersehen hat, kann man sie jetzt noch eintragen lassen, um mal zugreifen zu ihrer Vorlesung. Ja. Ist die nicht noch offen? Nein, schon zu? Okay. Ich habe es verteilt. Ganz generell, wer keine Zuteilung hat, bitte melden, weil sonst habt ihr auch keinen Zugriff auf die Plattform. Mail bitte, Mail an mich, ich trage es dazu. Die Zuteilung hat keine Auswirkungen auf die Antrittsberechtigung zur Prüfung im Übrigen. Ist vollkommen egal. Man will es aber haben, dass man auf die Inhalte Zugriff hat. Prüfungsanmeldung ist ebenso nicht verpflichtend, wenn man zur Prüfung kommen will. Es war nur nett, wenn sich anmeldet, damit wir wissen, wie viele Prüfungen das wir mitnehmen müssen, weil wir sind auch schon einmal kopieren gegangen. Und das geht dann auf die Zeit und das ist unangenehm. Auf der anderen Seite rechtzeitig abmelden bitte, weil wir haben auch schon mal fünfmal so viel mitgehabt, wie wir wirklich braucht haben. Modus bleibt gleich, wer schon mal PKM-Klausur oder C-Klausur geschrieben hat. Wer kommt, kann sich die Klausur anschauen, in der ersten Viertelstunde den Raum verlassen. Es ist wie wenn ihr nicht da gewesen wart, es wird kein Schein ausgestellt. Prüfung könnt ihr euch mitnehmen. Wer da bleibt, kriegt auf jeden Fall einen Schein. Die Prüfungstermine sind unabhängig, das ist keine Nachklausur. Ja. So, zur Übung. Schau gerade, wo ich das am besten zeige. Zeige ich wahrscheinlich am besten im Syllabus. Die Übung ist auch wieder so ähnlich organisiert wie im PKM. Hat zwei Teile. Erster Teil verschränkt mit der Vorlesung zur Vertiefung der Vorlesungsinhalte, zweiter Teil Projektphase. Im ersten Teil, und das hat sich geändert, im ersten Teil gibt es pro Themenbereich jeweils drei Aufgaben, die bearbeitbar sind. Das heißt insgesamt 12 Aufgaben. Jede dieser Aufgaben werden wir in diesen Montagsterminen, die es für die Übung gibt, jeweils vorstellen und im darauf folgenden Termin nachbesprechen, das heißt mögliche Lösungen präsentiert. Dazwischen sind die Aufgaben auszuarbeiten. Von den 12 Aufgaben, die es gibt, sind mindestens 9 auszuarbeiten, 75%, ja, 3 Streichresultate, aber mindestens einer aus jedem Themenbereich auszuarbeiten. Ja. Für die Beurteilung dieser Phase ist es so, dass wir aus jedem Themenbereich eine der abgegebenen Aufgaben ziehen werden und die beurteilen werden. Jetzt kann man spekulieren. Ich arbeite eine gescheit aus und die andere gebe ich halt einfach ab und wird schon Glück haben. Wir lassen es tatsächlich zufällig ziehen. Also wir lassen das den Rechner machen, wir schauen es nicht vorher. Was wir aber prüfen, und ich komme dann gleich dazu, wieso, sind Abgaben auf Duplikate. Wir prüfen die Abgaben auf Duplikate. Und wenn Duplikate auftreten,
haben alle betroffenen Personen 0 Punkte. Es ist deswegen, weil es den Übungstest nicht mehr gibt. Wir haben in den letzten Jahren immer einen Übungstest gehabt als weitere Komponente, der außer für Arbeit wenig Sinn gehabt hat, außer für Arbeit gemacht für alle Seiten. Und wir sind drauf gekommen, dass die Ergebnisse dieser Übungsphase relativ stark korrelieren mit den Ergebnissen des Übungstests. Das heißt, eine von den zwei Sachen ist überflüssig, jetzt haben wir den Test gestrichen. Deswegen sind die Aufgaben individuell auszuarbeiten, wenn wir verhindern, können auch nicht verhindern, und im Gegenteil, wohin sogar, bitte setzt euch zusammen, aber nicht dieselben Dokumente abgeben, nicht dieselben Ausarbeitungen abgeben. Der erste Check, den wir machen, ist ein MD5-Hash, das ist der Todeltest. Es ist dieselbe Datei. Ja, nicht lachen. Haben wir relativ viel gehabt. Nicht dieselbe Datei abgeben. Ja. Nicht dieselbe Ausarbeitung abgeben. Macht es miteinander, aber dokumentiert es individuell. Das ist schon okay. Ja. Weil es gibt ja nicht so viele unterschiedliche Lösungen, dass jeder was anderes hat. Zweite Phase, also ja, und der Teil zählt dann, ist die individuelle Komponente, zählt 60% zur Noten. Der zweite Teil, das Projekt, zählt die restlichen 40%. Da gibt es ein Implementierungsprojekt. Wir bauen ein verteiltes System von vorn nach hinten, vom User Interface bis zur Kommunikationsinfrastruktur einmal durch. Wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich ein Chat-System sein, also wo man sowas wie Slack oder so, wo ich Kommunikation darüber abwickeln kann, mit mehreren Endpunkten. Da gibt es Anwendungsfälle, die zu implementieren sind. Ich arbeite jetzt in Gruppen zu zwei Personen zusammen und die Note ergibt sich dann, oder die Punkte ergeben sich aus einem Abgabegespräch. Das heißt, ihr kommt, gibt es einen Tag, kommt zu uns bei einem Übungsleiter, gibt es einen Fragenraster, den wir durchgehen, und anhand dessen stellen wir fest, ob die Lösung den Anforderungen genügt. Beide Teile separat müssen positiv sein, damit die Übung positiv abgeschlossen werden kann. Und dann ist die Übung ebenfalls erledigt. Rest steht alles da drinnen, brauche ich nicht nochmal wiederholen. Gut, gibt es Fragen zur Übung? Bitte. Nein. Anwesenheitspflicht ausschließlich beim Abgabegespräch. Wir werden auch versuchen, die Übungen, die Übungstermine aufzunehmen. Die Herausforderung ist, dass wir im Moment nur den ISH1 haben, für insgesamt 110 Anmeldungen. Wer den ISH1 kennt, da gehen ca. 50 rein. Die Lösung ist, dass hinten aufgemacht wird und dann stehen Sessel durchs Foyer draußen. Das ist total super, das haben wir schon mal gehabt. Man sieht auch nicht mehr, was am Beamer irgendwo steht oder was an die Tafel geschrieben wird. Wir versuchen die ganze Zeit da noch bessere Räume zu kriegen. Wir geben Bescheid, wann uns das gelungen ist. Es besteht aber keine Anwesenheitspflicht. Bitte? In Dresden gibt es keinen Strom im ESH. Strom im ESH gibt es auch nicht, ne? Also im Haus. Ja, ja, aber so alt ist es noch nicht. Nein, in der Übung bei diesen Einführungsterminen gibt es auch keinen Wissen. Wie groß werden wir für das Projekt, das wir in der Übung machen? Zwei Personen, erfahrungsgemäß das Geschicktere, weil bei drei bleibt irgendwer zurück da, normalerweise. Weitere Fragen? Bitte. Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Wer hat denn noch keine Zuteilung? Es sollte so eine Bonuszuteilung geben. Bitte? Nein, es ist eine weitere Lehrveranstaltung aufgemacht worden. Da kann man sich auch noch zuteilen, die ist bis 8. offen. Das geht nicht, wenn man nur irgendwo auf der Warteliste steht. Glaube ich. Oder doch? Ist irgendwann einmal nicht gegangen. Okay, geht? Gut. Wer noch keine Zuteilung hat, die Übung ist noch nicht importiert in unserer Lehrplattform, bitte anmelden bei der vierten Gruppe, wo Gren draufsteht. Gren gibt es einmal vorher und einmal noch mit Direktzuteilung. Da bitte anmelden am Montag spätestens
werde ich die Teilnehmerlisten importieren und dann haben wir es in der Lernplattform. Das heißt, dann zählt es, dann habt ihr Zugriff auf die Inhalte. Ist übrigens ganz egal, bei welchen Übungsgruppen man angemeldet ist, so wie immer bei uns betreuen wir die Übungen nicht vertikal parallel, sondern nach den Aufgaben getrennt. Die ersten zwei Bereiche wird der Florian Krenn machen, um die zweiten zwei werden wir kümmern und beim Projekt wird der Dominik Wacholder die Federführung übernehmen. Bitte. Warum eine Zuteilung hat aber keinen Zugang zum Übungsteil? Zum Übung. Der Übungsteil ist noch nicht freigeschalten. Der ist noch nicht freigeschalten. Der Übungsteil ist angelegt, aber noch gelockt, weil ich eben jetzt noch warte, bis alle Anmeldungen da sind, weil sonst tue ich immer Einzelpersonen nachtragen. Das ist auch sinnlos. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann ist das Letzte, was wir wissen müssen, was wir bis nächste Woche brauchen. Ich sage es ja jetzt mal dazu, sonst steht es auch immer im Syllabus für den Termin am 11.10., das ist nächste Woche, haben wir die drei Grundlagenvideos plus beim Themenbereich 1 bis 3, das ist alles bis IP, also Ethernet, IP-Technologie, das bitte durchschauen, im Skriptum mitschauen und dann werden wir versuchen, ich habe auch versucht, diese Übungsaufgaben-Learning aus dem letzten Semester nicht so aufwendig zu gestalten, da wird so überhaupt nichts mehr kommen, außer mit aller Gewalt irgendwie noch abzugeben, was fertig worden ist. Die Übungsaufgaben sind jetzt so gestaltet für die Vorlesungstermine, dass uns hoffentlich relativ viel Zeit zum Diskutieren und zum Klären von Fragen bleibt. Gut, dann sage ich Dankeschön.